Ja, so oft fiebert man mit. 23 Mal haben wir es schon gesehen. James Bond, das Intro. Und ich freue mich, dass es jetzt hier 2 Stunden lang nur um die Welt der Spionage geht. Und dazu begrüße ich sehr herzlich meine Gäste. Herrn Meersmann zu meiner Linken, herzlich willkommen. Okay. Schön, dass Sie da sind. Geschäftsführer und Inhaber vom Top Secret in Oberhausen. Und Herr Hinz, Sie sind James Bond-Fan, Experte und Sammler. Toll, dass Sie auch da sind. Danke. Ich habe es gerade gesagt, 2 Stunden wollen wir jetzt über die Welt der Spionage reden. Herr Meersmann, was ist so das Faszinierende? Warum sind Menschen so begeisterungsfähig für Spionage? Weil Spionage eine 2000 Jahre alte Geschichte hat, wahrscheinlich sogar noch länger. Das erste Buch zum Thema Spionage erschien 753 vor Christus in China. Und Spionage bedeutet natürlich auch, dass man in einer etwas anderen Welt sich bewegt. Mhm. Das heißt, sie sind in einer offiziellen Welt, in der sie leben, in der sie arbeiten, in der sie ihre sozialen Dinge alle tun, die sie tun müssen. Aber es gibt dann noch eine Welt, die da drunter ist. Das ist nicht die Unterwelt, von der man spricht, sondern es ist eine versteckte Welt, eine Arbeitswelt, die man nutzen muss, um nötigenfalls auch Verbrechen aufzuklären, um geheimdienstlich tätig zu sein, um politische, soziale, wirtschaftliche Situationen zu klären. Jetzt haben Sie versucht mit Ihrer Ausstellung, es ist ja eine Erlebnisausstellung, man kann also nicht nur gucken, sondern auch zwischendurch mal anfassen, was ausprobieren, ja, etwas erleben tatsächlich. Ja. Diese Welt der Spionage ist aber das, was natürlich die Besucher anlockt. Wie bringen Sie das rüber und was fasziniert die Menschen so, die dann bei Ihnen zu Gast sind? Wir haben natürlich eine ganze Menge von interaktiven Arbeitsmitteln, sage ich mal so. Mhm. Das fängt an bei einem kleinen Krabbeltunnel, geht über Lasertunnel, über Ausbildungsstellen, die Agenten und Mitarbeiter der Geheimdienste machen können und sich ausbilden lassen können. Aber das ist natürlich auch für die Kinder interessant. Kinder sind fasziniert eben von Kriminalistik, von Spionage, von Agententum. Und das bringen wir auch rüber. Und das können Kinder bei uns auch erleben, aber genauso gut Erwachsene auch. Die können es auch ausprobieren. Die Faszination liegt, glaube ich, darin, dass es etwas Verstecktes ist, dass es etwas Geheimes ist, dass es etwas manchmal auch Ruchbares ist. Und ich glaube, das wollen die Menschen auch haben. Nicht umsonst sind ja gerade auch Spionageromane und Spionage-Thriller so bekannt und so beliebt auch. Nicht? Das ist ja ein Riesenhype und ein Riesenboom am Buchmarkt auch. Der bekannteste ist mit Sicherheit James Bond, das muss man wohl so sagen. Herr Hinz, wann war das bei Ihnen so der Moment, wo Sie James Bond zum ersten Mal, ich nenne es mal, begegnet sind? Ach, ich glaube, da war ich noch ziemlich klein, 6 oder 7 Jahre. Da habe ich wohl von meinen Eltern ein kleines James-Bond-Automodell geschenkt bekommen, diesen berühmten Aston Martin. Mhm. Bei dem Modell ging dann hinten der Sperrschutz hoch, der Schleudersitz funktionierte, die RAM-Schilder gingen nach hinten los und das war so der erste Moment, mit dem ich James Bond in Kontakt kam. Jetzt ist es ja trotzdem so ein kleiner Weg, würde ich mal sagen. Ich bezeichne mich durchaus als James Bond-Fan, bin aber noch kein Sammler oder möchte nicht besondere Memorabilien haben, die damit zusammenhängen. Wo kam bei Ihnen der Moment auf und wie fing das so an mit dem Sammeln? Auch wieder eigentlich mit dem Auto. Es ging natürlich irgendwann verloren. Man wird halt älter, man geht in die Schule und all so ein Zeugs. Und man hat eine Wohnung. Irgendwann war ich bei meinen Eltern zurück, da war ich aber schon, keine Ahnung, 20 sowas. Und sehe in einer Wühlkiste noch dieses Auto. Und ich meine, Mensch, damit hast du früher gespielt. Und in dem Moment ging das eigentlich so langsam los, auch mit dem Begreifen, was James Bond bedeutet. Ich habe die Filme sowieso schon gemocht bis dato. Und dann, ach, da gibt es ein Auto, vielleicht gibt es da noch was anderes zu. Mhm. Und dann kam so ganz allmählich, so nach und nach eben die Freude auf, sowas zu sammeln. Und mit der Zeit hat man so viele Sachen gefunden, was es noch halt gibt, noch vor Zeit des Internets. Man hat eben auf verschiedenen Veranstaltungen, Börsen, was auch immer, da mal geguckt, Mensch, da gibt es auch ein Auto oder da in verschiedenen Kaufhäusern, da ist man doch nochmal fündig geworden. Ja, und wie gesagt, langsam ging es halt los. Und das läppert sich und das ist auch gut so, denn seit dem Wochenende, seit Freitag, gibt es eine Ausstellung im Top Secret in Oberhausen, eine reine James-Bond-Ausstellung. Hier kommen Fans voll und ganz auf ihre Kosten. Wie hat es gestartet am Freitag? Wie wurde es angenommen? Wir werden gleich ganz ausführlich drüber reden, aber jetzt schon mal so einen kleinen Einblick. Es war ein toller Erfolg. Besucherzahlen waren sehr groß und es wurde super angenommen und das Ganze drumherum, dieses ganze Event, was an diesem Abend stattgefunden hat, es war einfach klasse. Hat toll funktioniert. Was haben die Gäste so als erstes gesagt, was denen am besten gefallen hat? Denn sie haben ja 25 Vitrinen, knapp 600 Ausstellungsstücke, Wahnsinn.
gibt eine Vielzahl an Ausstellungsstücken von einer Schreibmaschine, die Ian Fleming benutzt hat, der James Bond geschrieben hat, über den Hut, den man so durch die Luft werfen kann und damit eben auch Menschen töten kann, nötigenfalls, über silberfarbene Autos, über vergoldete Autos, über Autogrammkarten, über eine Autorennbahn von Carrera, die speziell für James Bond hergestellt worden ist. Genau, das alles, diese Dinge kann man sehen, aber das Besondere ist vielleicht auch da, liegt auch da drin, und das habe ich so bei Gesprächen mit den Besuchern festgestellt, dass man die reale Spionage und diese Filmspionage einmal zusammensieht. Wie funktioniert reale Spionage und wie funktioniert Filmspionage oder im Film die Spionage? Und das kann man hier wirklich beides vergleichen und dann wird man feststellen, dass es ganz, ganz viele Überschneidungen gibt. Wenn wir jetzt James Bond gucken, wir lieben alle die Gadgets, wir lieben diesen Charmeur. Ist tatsächlich die Welt der Spionage auch so aufregend? Sie sagen, Sie vergleichen das. Kann man es vergleichen oder ist es ganz anders? Das Leben eines Mitarbeiters eines geheimen Dienstes ist schon etwas anderes. Man hat nicht so ein schönes Auto, man hat nicht so tolle Frauen. Vielleicht, vielleicht ergibt sich das ja dann doch mal. Aber letztendlich ist es doch mehr ein Arbeitsleben. Und man muss, was James Bond nie muss, man muss eine Unmenge an Formulare ausfüllen, dass man überhaupt an ganz bestimmte Arbeitsmittel kommt. Das gehört auch noch dazu. Welche Erfahrungen Sie für einen Nachrichtendienst gesammelt haben, das werden wir gleich nochmal erzählen. Wir werden Sie natürlich fragen, was Ihr Lieblings-Bond ist, und euch da draußen fragen wir das Gleiche nämlich auch. Schreibt uns auf eurer schreibt uns auf unserer Facebook-Seite natürlich. Was ist euer Lieblings-James Bond und wer ist euer Lieblings-Schauspieler? Und wir sehen uns dann gleich wieder hier zum ganzen Spionage-Talk im Lifestyle. Und jetzt gibt's erstmal Sport.